Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin der Bärenbruder und begrüße euch heute zu einem, ja, Let's Play auf jeden Fall. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie lange dieses Let's Play dauern wird. Das kann ich jetzt eigentlich überhaupt noch nicht sagen. Auf jeden Fall handelt es sich dabei, ja, im Prinzip um den Inhalt des zweiten Türchens vom Adventskalender 2020, welches ja, welcher sich ja in dem MV-Forum befindet. Und zwar ist das Spiel Haunted Horror, beziehungsweise die, also genau genommen die Xmas-Edition. Das Spiel stammt von Verena und ja, das ist quasi, also es gibt ja irgendwie so eine Reihe, die nennt sich ja Haunted Horror bei uns im Forum. Ja, ich muss gestehen, ich habe da bisher noch nie irgendwie ja, in eines dieser Haunted Horror Spiele reingeguckt. Das hier ist quasi das erste. Werde ich aber sicherlich irgendwann nochmal nachholen. Ja, aber ich denke, so ein Horrorspiel passt natürlich zu Weihnachtszeit. Ich war, naja, ist ja halt eine Xmas-Edition. Von daher, ja, schlage ich vor, tun wir uns das doch einfach mal an. Und es wird Zeit für einen neuen Horror. Welche Datei? Ja, keine Ahnung, 1. 24. Dezember 2012, für Weihnachten. Nee, stimmt nicht, das ist Heiligabend. Weihnachten ist erst am 25. Pennsylvania, 24. Dezember 2011, für Weihnachten. Ein Jahr ist es nun her, als Marcus Clavin seine Verlobte Madeline Stenson am Heiligabend brutal erstarb und anschließend Selbstmord begann. Seine Leiche wurde im Wohnzimmer unter dem geschmückten Weihnachtsbaum gefunden. Polizei ist ratlos, was der Auslöser für den Mord war. Clavin Anwesen bleibt unbewohnt seit jenem Tag. Pennsylvania State Police Sphere House ab, bis der Fall geklärt und abgeschlossen ist. Haunted Horror. Xmas Edition. Verfluchter Mist. Der Motor hat den Geist aufgegeben und ausgerechnet jetzt. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Rest zu Fuß zu gehen. Ich find's übrigens schon jetzt cool hier, wie das quasi, wie er hier wieder so quasi mit Schnee, so ein bisschen Schnee überdeckt ist hier. Also das Facet, das ist auch schon mal ein schönes Detail. Hey Jason, bist du schon unterwegs? Ja, aber mein Wagen ist kaputt. Irgendwas stimmt mit dem Motor nicht. Na klasse, und jetzt? Das Auto muss in eine Werkstatt. Ich rufe da gleich an. Okay, dann melde dich, wenn du was erreicht hast. Ich mache inzwischen die Vorbereitungen. Okay, ich rufe dich gleich zurück. Mann, reg das auf. Hoffe, die können schnellstmöglich hier sein. Kurz mal Nummer raussuchen. Geht keiner ran. Shit, was mache ich denn jetzt? Hey, ich bin's wieder. Und, hast du die Werkstatt erreicht? Leider nicht, die scheint nicht mehr da zu sein. Nicht gut, und was jetzt? Keine Ahnung, das ist echt ein Scheiß. Komm am besten her, Jason, als bei dem Wetter draußen drum zu stehen. Na, hoffentlich kann ich die Karre so lange hier stehen lassen. Beeil dich, bevor dir noch was wegholst, okay. Keine Sorge, ich beeil mich. Boah, kotzt mich das an. Na egal, muss ich durch. Okay, ja. Also wie es aussieht, hatten wir wohl auf jeden Fall eine Autopanne. Da geht es auf jeden Fall nicht lang. Das sind doch ganz klar XP-Bäume, also RPG Maker XP-Bäume, die kenne ich doch sofort. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall erstmal den Weg hier entlang.
das verlassene Claven-Anwesen. Unfassbar, was da geschah. Habe ich mir das nur eingebildet oder war da eben ein Geräusch? Nein, das ist natürlich alles nur eingebildet. Genau wie ich. So. Das Claven-Anwesen betreten. Des Gelände und Haus verboten. Gezeichnet Pennsylvania State Police. Und was sagt uns das in Horrorspielen? Dass wir das Gelände natürlich betreten werden. Aber erstmal gucke ich noch, ob wir hier lang können. Ich müsste mich eigentlich beeilen, aber ich will unbedingt wissen, was... Ja, natürlich willst du das. Ist ja ein Horror-Game. So. Der Schneemann sagt nix. Das Kreuz wurde in Gedenken an den Mord vom letzten Jahr aufgestellt. Aha, hier hat der Weihnachtsmann seinen Schlitten geparkt, wie es aussieht. Irgendwas liegt da in der Hundehütte. Eine Schaufel, aha. Die Hundehütte von Markus Hund. Tanja nahm ihn dann zu sich, nachdem der Mord hier geschah. Und hier macht das auch nichts. Nö. Ja. Dann müssen wir wohl oder übel in das Anwesen. Achso, wir haben noch Inventar. Valphone 4. Aha. Schaufel. Perfekt, um Löcher zu graben. Ja gut, die Frage ist natürlich nur wo. Aber erstmal können wir es anscheinend nicht. So. Abgeschlossen. Tja, dann, dann war es das wohl. Mit dem Spiel, ja. Wir können nichts machen. Schneemann kann uns auch nicht helfen. Ja, Fenster sind ja auch alle verriegelt. Ja, da wir da nicht durch können, dann müssen wir natürlich wieder weggehen. Ja, ich habe schon verstanden, dass du wissen willst, was da drin ist, aber was sollen wir denn machen, wenn das verschlossen ist? Wir haben ja keinen Schlüssel oder so, das kann man jetzt, da kann man jetzt natürlich nichts machen. Zurückfahren können wir ja auch nicht. Heißt für mich jetzt aber, dass es da im Prinzip weitergehen muss in dem Haus. Aber das hier abgeschlossen. Eventuell hier im Schlitten, glaube ich zwar nicht, aber gucke ich mal. Ja gut, in der Hundehütte wird ja wohl nichts mehr sein. Ja, meine Vermutung wäre jetzt irgendwie ein Loch zu graben. Ich habe ja eine Schaufel bekommen. Und da das hier ein Horrorspiel ist, würde es mich nicht wundern, wenn man jetzt das Grab hier irgendwie ausheben könnte. Ja, okay. Alles klar. Item von Hausverschlüsseln, aber wer sagt's denn? Man muss sich immer zu helfen wissen. Tür aufgeschlossen. Verflucht ist das Dunkel hier. Ich sollte die Lampe aus dem Auto holen. Sollen wir das wirklich? Ich finde die Atmosphäre so eigentlich doch ganz gut. Aber wenn du das sagst. Oh. Ah. Eine Öllampe. Dann gehen wir natürlich wieder zurück. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal alles sehr verlassen aus, wie das hier im Prinzip so sein soll. Blöde Viecher. Sollte mich das etwa erschrecken? Okay, wir haben Kleinschlüssel. Was zum Teufel? Wahrscheinlich hat sich die Uhr von mir erschrocken. Okay, dann... Okay, da ist anscheinend nichts. Okay, ein Buch. Da schaue ich vielleicht auch gleich rein, aber ich gucke mich erstmal weiter um. Hm, merkwürdig. Das Brennholz scheint erst vor kurzem benutzt worden zu sein. Hm, interessant. Okay, da ist auch erstmal nichts soweit. Was hat diese Krähe hier verloren? Naja, hat sich vor mir erschreckt. Ich sollte mich nur etwas umsehen, bevor ich die Treppe raufgehe. Wenn du das sagst. Okay, da geht es auf jeden Fall runter und da auch. Aber erstmal gucke ich in das Buch, was wir da gefunden haben.
Wofür mag der wohl sein? Ich vermute für eine Tür. Buch, Horrorgeschichte über ein verfluchtes Gemälde. Das verfluchte Gemälde. Ich bekam die Chance auf ein exklusives Kunstwerks aus Kunstwerks. Kunstwerk, glaube ich. Ich glaube, das ist ein S zu viel. Aus dem Jahre 1930 Gewalt in Wisconsin. Auf dem Gemälde wurde eine Familie gemalt, die unheimlicher nicht hätte sein können. Besonders die jüngste Tochter sieht beängstigend aus, aber ich musste das Stück einfach haben. Meinem Freund hat das zwar gar nicht gepasst, er findet es schrecklich und würde es am liebsten auf den Müll werfen, aber ich mag es und nur darauf kommt es für mich als Kunstsammlerin an. Ich habe es über den Kamin gehängt, so kann ich es am besten und oft genug betrachten. Was ich mich frage ist aber, was hat das kleine Mädchen in der Hand? Ist es eine Schere? Heute hatte ich einen wirklich heftigen Streit mit meinem Freund und das nur wegen dem Gemälde. Ich finde, er könnte sich auch mal für meine Hobbys interessieren, aber er tut es nur selten. Nachdem ich schon von der Arbeit gestresst war, kam leider ein weiterer Streit auf wegen dem Bild. Unmöglich, mich mit ihm zu einigen. Er will es aus dem Haus haben und das schnellstmöglich. Als ich heute nach Hause kam, konnte ich Mark nicht auffinden. Er wartet sonst immer auf mich. Keine Nachricht hinterlassen, aber vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Und er kommt bald zurück. Ja, aber nicht in Horrorspielen, das weiß man doch. Ich kann nicht mehr, ich verstehe es nicht. Was auch immer passiert ist, ich habe es vorher gar nicht bemerkt. Aber auf dem Gemälde stimmt was nicht. Dem Mädchen fehlt die Schere in der Hand. Mark liegt auf dem... Erstochen. Moment, Mark. Liegt auf dem erstochen auf dem. Okay. Das ist auch wieder ein auf dem. Also, Mark liegt erstochen auf dem Dachboden. Ja, schöne Weihnachtsgeschichte für zwischendurch. Ja, aber ich muss auf jeden Fall sagen, habe ich vergessen zu sagen, das Intro, das fand ich auch an sich cool gemacht so. Nur ich bin jetzt nicht so ein Freund von, sag ich mal, Autotext, das heißt, ich bin eher so der Freund von Text, den man dann quasi dann sozusagen weiterskippen kann, wenn man es eben quasi selber möchte und nicht, wenn es automatisch geht, weil ich sag mal, nicht jeder ist so schnell im Lesen und ne, für die Leute wäre das dann, glaube ich, jetzt nicht ganz so dolle. Von daher bin ich immer so ein Freund von Texten, quasi, die man selber dann skippen kann. Aber gut, ist natürlich Kritik auf hohem Niveau. So, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal nochmal speichern. So, jetzt gehe ich da rein. Die Küche sieht heruntergekommen aus, ja, wie der Rest des Hauses. Wundert dich das etwa? Oh Gott, fürchtest du dich etwa vor einer Spinne oder was? Alles in diesem Gestank ist abgelaufen. Mir wird gleich schlecht vom Gestank, ja. Dazu fällt mir im Prinzip ein Witz ein. Ich habe noch nicht den Joghurt fallen lassen, weil er nicht mehr haltbar war. Naja, okay. Nee, komm, ich... Hör mal auf mit meinen schlechten Witzen. Ich versuche mich immer, wenn... Ich versuche einfach nur immer in Horrorspielen mich mit schlechten Witzen bei Laune zu halten. Das ist einfach so eine Strategie von mir. Aber hier steht noch eine Dose Cola drin. Die nehme ich mit. Item, wir hatten Splash Cola. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Okay, das ist interessant. Wenn ich mich, auch wenn ich mich da hinten, also wenn ich hier gucke, dann macht er komischerweise trotzdem den Kühlschrank auf. Interessant. Weiß nicht, ob das so sein soll. Ich vermute eher nein. Hab ich jetzt getötet, die Spinne? Naja, sei es so. An dem Herd wurde schon ewig nicht mehr gekocht. Was ist denn jetzt schon wieder passiert, Mensch? Rezept für... Laugenweizenbrot, 600 Gramm Weizenmehl, 25 Gramm Hefe, 10 Gramm Zucker, 1 Liter Milch, 150 Laugenstangen, 50 Gramm Butter, 30 Gramm Kochsalz. Arbeitszeit ca. 45 Minuten, Ruhezeit ca. 2 Stunden, Schwierigkeitsgrad fortgeschritten, also wie für mich gemacht. Tipp, schreibt man mit 2p, meine ich, um das Brot besonders knusprig zu bekommen, muss man eine Form, die resistent gegen Hitze ist, mit Wasser füllen und in den Ofen stellen. Achso, dann ist... Okay, okay. Ich dachte, ich nehme den Zettel auf, aber okay.
Dann gehen wir erstmal wieder hier raus. Dann werde ich noch einmal speichern. Ihr wisst ja, jedes Speichern kann nur bereichern. Oh, der Killer, I love it. Der Schrank wurde mit einem Brett verriegelt. Also ich nehme an, das soll der Killer sein. Aber ich finde es auch so richtig cool mit den Schrittgeräuschen. An manchen Stellen hier zum Beispiel so das Knistern oder da jetzt hier mit der Pfütze, das finde ich auch, ist auch ein sehr schönes Detail auf jeden Fall. Also hier scheint irgendwie nichts zu sein, oder? Ah, da ist noch was. Hinweis zum Heizungssystem. Ah, okay. Den Wasserdruck täglich überprüfen und nur bis zur rot angestrichenen Stelle auffüllen. Können wir das denn irgendwo machen hier? Okay, mit Brettern verriegelt. Sieht aber tatsächlich nicht so aus, dass wir hier irgendwie irgendwo was machen können. Ja, dann können wir natürlich nur wieder rausgehen im Prinzip. So, jetzt habe ich mich doch eigentlich überall umgesehen, meine ich. Dann kann ich jetzt im Prinzip Treppe rauf. Okay, dann geht's da noch. Rin, da ist noch eine Leiter. Okay, da kann man aber nicht rauf, alles klar. Führt also nach nirgendwo hin. Ja, dann, ja, gehe ich erstmal da rein, würde ich sagen. Kann ich nicht, abgeschlossen. Dann erstmal da rein, kann ich nicht, abgeschlossen. Dann natürlich erstmal da rein. Da ist nichts. 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 Der Schalter funktioniert nicht. Das wundert mich nicht. So kann ich hier gar nichts machen. Ah, ich ziehe den Vorhang und gehe vorsichtshalber zur Seite. Bitte lass nicht etwas dahinter sein. Rostiger Schlüssel. Oh, war also doch was dahinter. Und eigentlich auch was ziemlich Nützliches. Kann man hier damit die Tür schließen? Nein. Aber damit? Jawohl. In diesem Bett wurde Nadine von Markus erstochen. Der faule Geruch liegt noch in der Luft und überall das Blut. Na gut, hätte ja auch sein können, dass sie einfach nur ihre Tage hatte oder so. Schublade aufgeschlossen. Und einen Silberschlüssel erhalten. Item erhalten, Nadines Tagebuch. Oh. 18. Dezember 2012. Bald ist Heiligabend. Ich liebe Weihnachten. Morgen gehe in die Stadt. Morgen gehe in die Stadt Markus Geschenk kaufen. Ja. Ich versuche den Satz gerade zu interpretieren. Moment. Morgen gehe ich in die Stadt Markus ein Geschenk kaufen, vermute ich jetzt mal. 19. Dezember 2012. War ganz schön voll gewesen im Einkaufszentrum. Aber Hauptsache, ich habe es gekriegt. 23. Dezember 2012. Heute hat mich Markus auf den Weg gemacht, um mein Geschenk zu kaufen. Ich bin sehr gespannt darauf. Er hatte vorher keine Zeit. Der Stress auf Arbeit, auf der Arbeit und die ganzen Überstunden, da nehme ich es ihm auch nicht übel. Das ist erst... das... er es jetzt geholt hat, ja, so denke ich, ist das. Ich freue mich so sehr auf morgen. Das Buch endet hier, kurz vor dem Mord an Heiligabend. Arme Nadine, was geschah da nur? Nadines Tagebuch? Ich nehme an, das ist dann einfach... Ah, okay, wir haben es einfach schon gelesen, ja. Der Schrank ist abgeschlossen. Der Schrank ist immer noch abgeschlossen, okay, ja. Und der Lichtschalter funktioniert auch natürlich hier nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, waren wir da schon drin? Nö. Aufgeschlossen, wunderbar. Das ist also sein Arbeitszimmer. Ich sehe da irgendwas an der Wand. Gott verflucht, sieht wie eines dieser Pentagramme aus und die Farbe hat einen leicht blutigen Geruch. Ach, das war alles normal. Sowas habe ich doch auch. Hier liegen einige Bücher rum. Okay.
Der Schrank ist leer. Ja, das ist auch alles ganz natürlich, man kennt's. Wo zur Hölle bin ich? Was geht hier vor? Wo bin ich? Oha. Fußspuren auf dem Boden. Wer zum Teufel? Markus? Jason, oh nein. Was hast du getan? Ich habe was getan? Klär mich lieber auf, was hier vorgeht. Du hast es gefunden, das Portal, und es aktiviert. Das war ein wirklich mieser Fehler, Jason. Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Du bist in einem Bezirk der Geister, erschaffen durch meine Schuld. In einer Geisterwelt? Hervorragend. Ich habe auch echt nichts Besseres zu tun, als hier rumzuhängen. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Das ist gar nicht so einfach. Ja, natürlich nicht. Ist ja auch ein Horrorgame. Da wäre doch viel zu einfach und zu lame. Das wundert mich jetzt wirklich. Ja, genau das meine ich doch. Meine Worte. Der einzige Weg hier raus führt über ein weiteres Portal, aber es wird von einem mächtigen Geist bewacht. Kein Problem, ich rufe die Ghostbusters an, die erledigen das schon. Lass die blöden Scherze! Während wir hier miteinander reden, rennt ein verdammter Doppelgänger von dir im Haus rum und... Und wenn du es hier nicht rechtzeitig rausschaffst, wird er sich Tanja holen und du bleibst hier gefangen, so wie ich. Was? Wie um alles in der Welt komme ich hier weg und kann ihn aufhalten? Ich gebe dir eine mächtige Waffe, den Ghostbreaker. Das Teil hatte dunkle Kräfte und ist das einzigste Mittel, um Geister zu besiegen. Nur ein Mensch kann es benutzen. Du wirst den Boss der Geister diesen Ort selbst finden müssen, denn es gibt hier verschlossene Bereiche. Selbst Geister können dort nicht durch. Gib mir den Ghostbreaker und Markus, du bist mir noch ein paar Erklärungen schuldig. Später, Jason. Du hast keine Zeit zu verlieren. Finde das Portal. Ja, aber erstmal sehe ich mich noch in Ruhe hier um. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, natürlich. Sag bloß, ich kann jetzt nicht mehr... Oh, ich kann also nur noch begrenzt speichern an gewissen Orten und so. Das gefällt mir. Waffe erhalten. Ghostbreaker. Ghostbreaker benutzen. Taste A, okay. Ah, okay, so ein Kampfsystem ist das also, das gefällt mir. Der Erfolg wird auf jeden Fall nochmal gespeichert, so. Tja, dann müssen wir wohl raus ins Ungewisse. Ich habe Angst, Mama. Was? Nein, ich doch nicht. Okay, dann mal raus ins Ungewisse. Scheiße, was seid ihr denn für Dinger? Weihnachtsskelette? Oder was ihr auch immer darstellen sollt? Ja. Scheint auf jeden Fall soweit schon mal ganz gut zu funktionieren, nicht wahr? Hä, was? Ich habe schon so viel abgezogen. Wie ist das denn passiert? Nee, komm, also. Dann muss ich hier nochmal neu laden. Das geht hier mal gar nicht. Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Okay, da bin ich auf jeden Fall noch voll, so. Hä? Yeah, die sind ja ganz schnell hier. Alter! Hilfe! Ja, lach mich doch ruhig aus. Okay, ich kann die noch nicht so richtig einschätzen, die Gegner. Muss erstmal so ein bisschen warm werden. Okay. Ah, okay, ich glaube so langsam. Ja, okay. Ich glaube, so langsam habe ich dann doch den raus, ja. Okay, das ist ein akzeptables Ergebnis. Moment, ich gehe erstmal hier raus. Ich will mich erstmal in einem Raum vollständig umsehen. Die Statue hält ein Gefäß in der Hand, aus der Blut tropft. Jo. Was ich hier nehme? Kleine Oh, okay. Naja, gut. Da geht es auf jeden Fall nicht lang, alles klar. Da auch nicht.
Prinzip sind hier drei Räume. Der Raum ist auf jeden Fall gesichert, also will ich natürlich direkt wieder speichern. Was war das für ein komisches Geräusch? Oh, ich verstehe. Die kommen also immer wieder. Dann kann ich mir das eigentlich sparen. Überall Rost und ekliger Schleim auf der Waschmaschine. Ja gut, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Da! Ja, ich mach die fertig! Ich mach die sowas von fertig! Was ist das? Achso. Das, gib mir meine Weihnachtspuppe, gib sie mir zurück! Ja klar, ich habe auch nichts Besseres zu tun, geh mir aus dem Weg! Ist ja gut, ich such dir deine verdammte Puppe! Mann, Mann. Ah, wo ist meine Weihnachtspuppe? Ja, ich such sie noch! Mein Gott, also diese Geister von heutzutage, keine Geduld mehr. Ein Silberzahnrad also, ja. Den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, diese Bluthand da, die immer wieder kommt an den Spiegel. Cooler Effekt. Ja, warum geht denn jetzt die Waschmaschine bitte an? Die Maschine läuft, aber da drin ist nichts, was gewaschen wird. Ja. Tja, gut. Das ist natürliches Waschmaschinenverhalten. Denke ich, obwohl. Aber da ist ja jetzt kein Item oder so rausgeflutscht. Das ist im Prinzip nur Blut rausgeflutscht. Also, na. Wahrscheinlich ist die Waschmaschine einfach gestorben. Tja, hätte man ihr mal Kalgon gegeben, dann hätte sie wohl länger gelebt. Abgeschlossen. Ihr seid doch alle keine Gegner für den Bärenbro, damit das mal klar ist. Ja, ich mach mich fertig. Ja, so. Okay, 77, hehe. Das Gemälde ist mir unheimlich. Das Gemälde ist blutgelaufen. Ich sagte ja, unheimliches Bild. Könnte auch eine rote Farbe sein, also da würde ich jetzt nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Abgeschlossen. Silberzahnrad eingesetzt. Rohr, ja, nur mit der Ruhe. So, weg mit dir. Leere Flasche, was können wir denn damit? Am besten eiskalt. Ah, ich vermute, das heilt dann dieses Splash Cola. Leere Flasche, perfekt, um eine Flüssigkeit zu transportieren. Okay. Och. Was wollt ihr denn schon wieder hier, Mensch? Weg mit die Viechers. So. So, sonst war der, glaube ich, nichts in Ordnung. Abgeschlossen. Das sieht gerade mir so ein bisschen aus wie diese Wohnung, nur irgendwie so als verzerrte Version. Sag ich mal. Da ist auch abgeschlossen. Markus, was machst du hier? Ah, da bist du ja. Wie läuft die Suche nach dem Geist? Na, was glaubst du? Total mies. Keine Panik. Du schaffst das schon. Ich habe etwas für dich. Hat es was mit diesem Kessel auf sich? Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, heilen deine Verletzungen nach und nach von alleine. So gesehen, unsterblich. Hatte ich bereits mitbekommen. Echt? Eigentlich nicht. Und dieser Kessel lässt deine Wunden schneller heilen. Du musst einfach in diesem Raum sein. Alles klar, danke dir.
Okay, ich muss wohl gehen. Viel Glück weiterhin bei der Suche. Eigentlich ein sehr freundlicher Geist hier, dieser Typ, dieser Markus. Von den Erdplatten geht eine Wärme aus, als ob sie vor kurzem benutzt wurde. Rezept für 600 Gramm Zerhacktes. 400 Gramm Knochenmehl, 25 Gramm Haare, 500 Gramm Zähne, 1 Liter Blut, 90 Gramm Frischleber, 15 Gramm Schimmel, 15 Gramm Kochsalz. Oh, Kochsalz ist noch die einzige normale Zutat im Prinzip. Arbeitszeit ca. 30 Minuten, Ruhezeit, bis es sich nicht mehr bewegt. Schwierigkeitsgrad Profi. Klingt ebenfalls wie für mich gemacht. Tipp, die Ware sollte unbedingt frisch sein. Nehmen Sie eine Knochensäge und das Mehl leichter zu sägen. Mit Paprikagewürzen schmeckt es deutlich besser. Die Erdplatte, da ist nix. Ein Kochtopf. Nein, du erschreckst mich nicht. Was auch immer du darstellen sollst. Ah ja, okay. Ich werde sowieso mal wieder geheilt und dann ist das ja alles kein Problem in dem Raum hier. Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Ah ja, da ist der Kochtopf und jetzt brauche ich wohl was zum Kochen. Tja, scheiße, ich kann leider nicht kochen. Also kann ich schon, aber nicht gut. Okay, das sind einfach nur ein paar Knochen. Rausgeflutscht. Und hier kann man speichern, ja. Besser geht's ja wohl gar nicht. Das ist im Prinzip sowas wie eine Art Safe Room. Ja gut, ein halber Safe Room, sagen wir mal, weil hier waren ja auch Gegner. So, können wir denn hier irgendwo irgendwie noch was machen? Ach, eine Flasche Eiswasser habe ich jetzt auch bekommen auf einmal. Und sonst gibt es hier erstmal nichts, okay. Ja, wo bekommen wir jetzt was zum Kochen? Erst die Frage, nicht wahr? Nanu? Brandschlüssel also. Ah ja, das war dafür, okay. Hilf mir! Ja, Moment, ich gucke mich erstmal kurz um. Ein Seil. Ja, das kennen wir. Was machst du hier in diesem Raum? Verstorbener Butler? Ich wurde eingesperrt und bin hier drin verhungert. Wenn es eines gibt, was ich jetzt gern hätte, dann eine kalte Cola und etwas zu essen. Das ist echt verrückt hier. Kannst du einem Todbutler helfen, seinen letzten Wunsch zu erfüllen? Hast du ein Glück, dass ich zufällig eine Dose Cola bei mir habe? Da, nimm sie. Ah, danke schön, das tut wirklich gut. Keine Ursache, ich trinke eh seit heute keine Cola mehr. Und jetzt möchte ich dich um einen letzten Gefallen bitten, mir etwas zu essen zu bringen. Ich würde es ja selber tun, wenn ich könnte. Ausnahmsweise. Wunderbar, ich wusste doch auf dich, ich Verlass. Ich gebe dir ein Stück rohes Fleisch, das du kochen musst und mir dann bringst. Ich soll in diesem Elendhaus kochen, soll das ein Witz sein? Bitte erfüll mir meinen letzten Wunsch. Na gut, aber ich warne dich. Wenn du noch einen Nachtisch willst, gib es auf die 12. Nein, du hast mein verwestes Wort. Ja, was das wohl wert ist? Okay, rohes Fleisch. Und das ist fertig gekocht. Nein, ich bin nur noch dabei. Okay, ich gedulde mich so lange. Ja. Dann warte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder so. Aber okay. Wollen wir mal nicht so sein. Der Herd funktioniert nicht, weil es keinen Strom gibt. Ja, toll. Hat sich das eigentlich erledigt? Dann müssen wir wohl zu ihm gehen und sagen, dass das nichts wird mit seinem letzten Wunsch. Ja, okay. Ich wollte mich aber noch in den Räumen dahinter umsehen, ob da noch was war, eventuell. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, da waren wir schon. Ja doch, klar, da waren wir auf jeden Fall. Da war ja dieses Geistermädchen. Da ist immer noch abgeschlossen, okay. Ich nehme an, da können wir immer noch nicht durch, ja. Dann müssen wir wohl oder übel in den Heizungsraum, beziehungsweise jetzt noch da, nach da unten.
So, nimm das Best hier. Ja, komm, ist okay. So. Na, komm. Ja, jetzt aber. Na. Okay, das war ein bisschen blöd. Ui. Haben wir schon ein bisschen zugesetzt. Was haben wir denn da Schönes? Nichts. Ein Goldschlüssel also, ja. Da ist aber verschlossen, okay, was auch immer das darstellen soll. An der von Pflanzen zugeworrenen Wand befindet sich ein Hebel und daran ein Stromkabel, welches zur Decke verläuft. Ja, umlegen natürlich, wer würde das denn nicht machen? Tja, hat das was gebracht? Ist hier immer noch so dunkel. Aber, naja, zumindest reicht es vielleicht für den Herd, sodass wir jetzt was kochen können. So, jetzt ist hier mein Leben ja wieder langsam aber sicher aufgefüllt. Ja, genau. Ah. Gebratenes Fleisch. Wunderbar. Und wir sind voll geheilt. Ebenfalls wunderbar. Und wir können speichern. Auch das ist wunderbar. So. Und nu? Ja, die Frage ist natürlich, welche Tür wir aufschließen können mit dem goldenen Schlüssel. Diese auf jeden Fall nicht. Ja, gut, komm. Erstmal können wir dem Typen da sein Fleisch geben. Essen ist fertig. Würg. Du bist echt ein Held, danke. Ah, nun bin ich gestärkt. Um ins Jenseits zu gehen, ja, das gibt, der gibt natürlich viel Sinn. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Nimm das hier als Geschenk an dich. Es wird dir helfen. Zuckerstange. Okay, leb wohl. So. Aber der war irgendwie sympathisch, dieser tote Bettler. Erhöht Wert Stärke plus 10. Oh. Direkt her damit. Ja, ich denke mal, wenn man diese kleinen Nebenquests löst, dann wird sich das natürlich auch positiv auswirken. Da waren wir auf jeden Fall. Ich glaube, da war abgeschlossen. Ja. Dann können wir jetzt auch da rein. Das ist doch Nadine? Was zum? Wo ist sie hin? Nadine, du bist also auch hier. Hast du ihn auch gesehen, meinen Markus? Ich bin ihm begegnet, als ich hier in diesem Horrorhaus landete. Ich kann dir erzählen, was passiert ist. Es war nicht seine Schuld. Er redet es sich immer noch ein. Sprich, ich hör zu. Wir wollten ein wirklich schönes Weihnachten zusammen feiern und er wusste, dass ich gerne Bücher lese. Er ging los, um mir ein ganz besonderes... kaufen zu wollen als Geschenk und dann traf er einen Händler. Dieser verkaufte ihm ein Buch und sagte, es würde ein Unikat sein mit besonderem Inhalt. Markus zahlte viel Geld dafür. Was war das für ein Buch? Es hat unfassbare Macht, schwarze Magie. Markus glaubte nicht an diesen Unsinn und hat einen Spruch laut gelesen. Ein dämonisches Zeichen erschien an der Wand und er berührte es, das Tor zur Geisterwelt. Ein Diener eines bösen Geistes kam hindurch in Markus' Gestalt, um seinen Platz einzunehmen. Warte mal, hat diese falsche Kopie dich und ihn umgebracht und es am Ende als Selbstmord aussehen lassen? Ja, so war es gewesen und der Anführer der Geister erhielt seine Tribut, Seelen, die ihn noch stärker machten. Diese Geisterkopie war nach seiner blutigen Tat wieder verschwunden. Es hat er seine Arbeit getan. Oh nein, das meinte Markus. Was hat er da heraufbeschworen? Einen uralten Geist, der sich von Seelen ernährt. Er schickt jedem, der das Tor durchquert, einen seiner Diener, um an deren Stelle zu töten, da er selbst die Geisterwelt nicht verlassen kann. Markus versuchte, den Ort zu verlassen, schaffte es aber nicht. Was ist mit dem Portal im Anwesen? Es wird seine Wirkung verlieren, wenn der Anführer der Geister vernichtet ist. Ich werde mein Bestes versuchen. Ich muss mich beeilen, bevor mein Doppelgänger das Haus verlässt und Tanja etwas antut. Du wirst viel Glück brauchen. Beeil dich jetzt, Jason. Gut, dass die uns hier auch, ja, dass sie eigentlich auch, nicht böse sind, diese Geister. Item erhalten, Schädenschlüssel. Dass wir quasi auch ein bisschen Hilfe von denen hier bekommen. Der Schranke lässt sich nicht öffnen. Scheiße, was ist das denn? Nichts anscheinend. Funktioniert nicht, okay. So, da waren wir jetzt auf jeden Fall überall in allen Räumen. So viel ist mal sicher.
Dann werde ich es auf jeden Fall... Aber verdammt nochmal. Müsste die Puppe noch nicht irgendwo sein? Oder kommt die erst noch? Da bin ich jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Speichern wollte ich, genau. Speichern ist immer gut. So, kann ich jetzt hier raus? Nein, kann ich natürlich nicht. So, jetzt bin ich mir aber wirklich nicht sicher, ob da in den anderen Räumen, wo ich schon vorher war, irgendwie noch eine Puppe oder so war, die ich einfach übersehen habe. Ja gut, hier auf jeden Fall nicht. Denke ich. Ja gut, da war ja die... die Troller drin, so. War denn hier irgendwo eine Puppe oder so? Nee. Sieht zumindest nicht so für mich aus. Dann können wir ja im Prinzip wirklich nur noch da erstmal hingehen. Nach da unten. Tja, und dann gibt es ja noch diese eine Tür da. Oder ist da noch was? Oh, Tatsache. Ach so, dafür ist das Seil also. Okay, aufgeschaut, aber okay, aber erstmal möchte ich noch da runter. Ist bestimmt immer eine gute Idee in Horrorspielen, so weit wie unten noch möglich zu steigen. So, wo sind wir denn hier eigentlich, frage ich mich. Ach, da ist ja die Puppe, Mensch. Santa Claus Puppe, ja wunderbar, dann haben wir wieder eine Nebenquest zum Abschließen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nee. Da geht's nicht lang. Oh, die Puppe, genau, die war ja da, wo das Blut war. Da können wir ihr auf jeden Fall jetzt die Puppe schon mal abgeben. Oh, da ist sie ja. Du hast sie gefunden, meine wundervolle Weihnachtspuppe. Bitte nimm das hier als Geschenk von mir. Und wieder eine Zuckerstange. Ja, geil. Das läuft. Ghostbringer. Ich nehme an, damit kann ich so nichts. Damit kann ich nichts machen. Gut, dann muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal die Treppe nehmen. Dann gehe ich jetzt noch einmal in den Raum, um nochmal zu speichern. Und dann gehen wir da durch diese große Steintür. So. Was sind das für Stimmen? Bitte was? Was für eine Scheiße geht hier nur ab? Warum sagst du nichts dazu? Das ist noch viel gruseliger. Naja, immer einen Hebel erhalten. Hä, was? Seid doch nicht so hinterhältig und seid auf einmal wieder am Leben. Was soll denn das? Ja, das war ein haushoher Sieg, wie man sieht. Alles ganz einfach so. Dann gehen wir natürlich nochmal vorsichtshalber ja, in den Raum, um uns zu heilen. Also nicht, dass das nötig wäre, aber ist sicherlich nicht so verkehrt. So. Oh, hier ein bisschen warten. Lalalala. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Okay, wunderbar. Und dann noch einmal speichern. So, es läuft. So, dann gehen wir natürlich wieder zurück. So, auf jeden Fall haben wir hier einen Hebel erhalten, nicht wahr? So, da ist er. Hebel aktiviert. Und jetzt? Hallo? Aha!
Hexensymbole und irgendwelche Formeln wurden an die Tafel gezeichnet. Hier sind blutige Handdrücke an der Tafel zu sehen. Herzlich willkommen. Pünktlich zum Unterricht. Das finde ich sehr vorbildlich von dir, Jason. Was? Wer bist du denn? Oh nein, bitte kein Lehrgeist. Dein heutiger Lehrer, und da du nun da bist, können wir direkt anfangen. Was ist? Hey, was soll der Dreck? Lass mich gehen! Ich erkläre nun die Regeln der heutigen Unterrichtsstunde. Gut aufpassen! Ich erkläre dich gleich für nochmal gestorben, wenn du mich nicht sofort hier rauslässt. Ich bitte um Ruhe. Und zu den Regeln. Ich stelle 3 Fragen zum Thema Horrorfilme. Sollte eine Frage falsch beantwortet werden, so erleidet der Spieler einen Schaden. In folgender Aufteilung: Runde 1 80 HP, Runde 2 100 HP, Runde 3 100 HP. Na na, Jason, nicht solche Kraftausdrücke in meinem Unterricht, bitte. Ich stelle nun die erste Frage. Fairerweise werde ich deine HP nun komplett auffrischen, dass du gestärkt bist und mir nicht vom Stuhl kippst, oh, wie es zuvor kommt. Okay, gut, fangen wir an. Frage 1. Wie heißt das Mädchen aus dem Film Orphan, das Waisenkind? Nein! Ja toll. Da muss ich jetzt wohl raten. Ja, also ich weiß, ich habe den Film auf jeden Fall gesehen. Ich habe den mal gesehen, das weiß ich. Ja, der war auch nicht schlecht, der Film, aber ich weiß jetzt trotzdem leider nicht mehr. Ich weiß, ich meine, ich bin mir echt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine Esther. Ah, doch, ich meine ja, aber komm. Das war richtig. Sehr's. Something wrong with Esther. Kommen wir nun zur Frage 2. Was war der Name des letzten Halloween-Teil? Remakes ausgeschlossen. 20 Jahre später, die Rat des Megameis. Resurrection. Die Nacht des Grauens war, glaube ich, der erste. Oder doch der zweite? Auf jeden Fall einer der ersten. So viel sicher, die Rat des Megameis? Nee. Ich meine Resurrection. Das war richtig! Halloween 8 Resurrection! Dem leider nur 3 Remakes folgten statt Teil 9. Die finale Frage 3. Ursprünglich sollte Haunted Horror Haunted House heißen. Oh nein. Warum wurde es geändert? Häufigkeit des Namens hört sich besser an. Wegen Big Mamas Haus? Ich weiß es nicht. Scheiße, was ist das denn für eine Frage? Scheiße! Die richtige Antwort ist, ich weiß es nicht, aber... Boah, scheiße, das ist bestimmt irgendwie so eine Fangfrage. Ich wette, das kann man gar nicht wissen, deswegen sage ich, ich weiß es nicht. Das ist ja im Prinzip die Wahrheit! Nein, das war wirklich die Wahrheit, ich weiß es wirklich nicht. Richtige Antwort wäre, Häufigkeit ist na toll. Okay, man kann ja nicht alles wissen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind noch am Leben! Damit ist der Unterricht für heute beendet und ich mache mich jetzt aus dem Staub. Ach ja, natürlich soll es belohnt werden, bitte sehr! Wow. Ein kleiner Schlüssel. Okay, hey, sehr so vorkommt. Ein Hebel wieder, okay. Nichts mehr drin. Soll ich mich heilen oder soll ich mich nicht heilen? Das ist hier die Frage. Doch, komm, ich gehe mich heilen. Ich denke, das kann gar nicht so verkehrt sein. Ich meine, hier war das. Jawohl, ja. Ja gut, speichern kann ich dann gleich da. Da war ja auch so ein Symbol. Na, ein bisschen schneller, wenn's geht. Ja. Sehr gut. Den Hebel kann ich ja schon mal einsetzen.
Speichern. Lässt sich nicht öffnen. Wie? Achso, ja, natürlich. Na. Oh, ach ja, stimmt, ihr seid ja Gegner. Ah, komm schon. Wunderbar. Ah, toll. So wunderbar war das jetzt nicht, aber okay. Ich hab's ja geschafft. Das ist das Wichtigste. Was hier jetzt passiert? So, speichern. Kann nie verkehrt sein. Ah, komplett aufgefüllt. Ah, okay. Ist das so eine un... Ja, toll. Okay, das ist also keine endlose Heilquelle, wie es aussieht. Da kann man sich nur zweimal heilen. Okay, das werde ich dann auf jeden Fall nochmal neu laden, weil ich habe hier gerade gespeichert, Gott sei Dank. Das ist natürlich nicht hinnehmbar, dass ich da quasi so eine Heilquelle verschwendet habe. So. Wer hat denn da mein Reich betreten? Komm ruhig näher. Bist du dieser Abschaum, dem ich das hier zu verdanken habe? Ich würde sagen ja, aber warum denn so unfreundlich? Wie ist dein Name? Alle, die ich gut leiden kann, sagen Jason zu mir. Du allerdings kannst mich Geisterjäger nennen. Recht gut zu Scherzen aufgelegt ist er, Jason. Okay, Schluss mit dem Gerede. Ich habe Besseres zu tun. Denn einer deiner Freaks rennt mit meinem Aussehen umher. Worüber machst du dir Sorgen? Er wird sich gut um deine kleine Freundin kümmern. Du Scheißkerl, ruf ihn zurück! Er kehrt zurück, sobald er seine Arbeit erledigt hat. Entspann dich so lange. Gut, jetzt reicht's. Ich werde dich in deine fauligen Einzelteile zerlegen und danach mich also in da... Du willst mich herausfordern? Der Letzte, der es versucht hatte, schlechte Karten. Lass es, Jason. Ist eure Lordschaft etwa feige? Nun gut, wenn du es so haben willst, dann zeig mal, was du kannst. Komm! Ja, Moment, ich hole eine Strategie. Oh, wow. ich kann das nicht aktivieren, okay. Ah! Ich war raus! Mist. Das sieht gar nicht so gut aus, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, so klappt es eigentlich ganz gut. Ist er etwa weg? Habe ich es geschafft? Habe ich es wirklich geschafft? Du hast es tatsächlich geschafft. Ja, natürlich bin ich auch der Bärenbro. Gott sei Dank, ich muss jetzt zu Tanja. Dann schnell durch das Portal. Wir wollten uns nur kurz von dir verabschieden und entschuldigen. Vergesst es, Markus und Nadine. Das braucht ihr wirklich nicht zu tun. Findet euren Frieden. Dank deiner Hilfe werden wir das. Wir sehen uns eines Tages wieder und jetzt schnell, geh. Ich bin endlich zurück. War es das wirklich schon? War es das wirklich? Moment mal. Warum habe ich jetzt wieder 127? Schrank ist leer. Gut, dann hey! Fackel ab, du Scheißkerl! Ja, this man is on fire. Und noch viel Spaß an Heiligabend! Ja. Dann kann ich doch einfach wieder zurück zum Auto, nicht wahr? Denke ich. Doch nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber da geht's, glaube ich, auch nicht.
Nö. Ach so, ja, natürlich. Muss ich den anderen Weg nehmen. Ja, das war doch ein schönes Heiligabendfest an dem Haus. 30 Minuten später. Ah, wir sind anscheinend wieder zu Hause und können wieder ganz normal speichern. Sehr schön. Die Tür führt zum zweiten Stock, aber ich sollte erstmal zu Tanja gehen. Aha, Geschenke. Gut, dann gehen wir. Hey Schatz, da bist du endlich. Hast du mich gar nicht hereinkommen gehört, Baby? Ich war so mit dem Kochen beschäftigt, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Das glaube ich. Wenn du erstmal etwas vertieft bist, riecht auf jeden Fall echt lecker hier. Was hast du gekocht? Ich habe Nudelauflauf mit Hack gemacht. Dein Lieblingsessen. Ich dachte, das wäre das perfekte Weihnachtsessen für uns. Du bist die Beste, Darling. Na los, lass uns essen. Ich bin echt froh, hier zu sein bei dir. Ist alles in Ordnung, Schatz? Nur etwas kaputt vom Laufen. Und dann dieser Schneesturm. Ich muss aber vorher noch eine Werkstatt anrufen. Okay, gut, dann mach das schnell. Ich bin schon auf dein Essen gespannt. Und danach DVD-Abend. Kannst dich auf ein paar schöne Horrorfilme freuen. Unter anderem Haunted House 2, das Haus des Schreckens. Echt, den hast du? Genial, Baby. Ich mochte ja schon den ersten Teil. Ah, okay, also, okay. Meistens ist das ja so, dass Horrorspiele meistens auch ein Horrorende haben, also kein wirklich gutes Ende, aber das hatte eigentlich ein recht gutes Ende. Ja, dann ist eigentlich schön. gut, wie auch immer, ich lasse die Credits laufen und nach den Credits werde ich dann noch ein bisschen was dazu sagen. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, also ich fand's auf jeden Fall, ja, man könnte sagen, ziemlich interessant, das Ganze. Gut, war jetzt natürlich, also ich sag mal, wer Horror mag, für den könnte das bestimmt genau das Richtige sein. Also, da waren ja schon der ein oder andere kleinere Schockeffekt, sag ich mal, aber ich sag mal, vor allem die Horrorstimmung war hier schon recht gut gelungen, fand ich. Und die Geschichte, die fand ich auch recht interessant, so muss ich sagen. Ja, es war auch ein bisschen winterlich, ne? Ja, gut, wobei so wirklich Weihnachtsstimmung war das jetzt eher nicht. Eher so eventuell nur am Ende ein bisschen und am Anfang, aber sonst quasi in dieser Welt hier jetzt natürlich eher weniger. Aber das macht nichts, denn das Spiel an sich war für so ein kleines Horrorgame auf jeden Fall richtig gut. Das ist ja sowieso, glaube ich, nur so eine, ja, wie gesagt, so ein kleines Game, was da irgendwie von so einer Art Spin-off, glaube ich, von der Hauptserie, meine ich. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, weil so sehr habe ich mich jetzt mit der Haunted Horror-Serie da noch nicht beschäftigt. So, aber als Spiel an sich, ja, auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man auf Horrorspiele steht, keine Frage. Ja, wie gesagt, weil die Story fand ich sehr interessant. Also auch das Kampfsystem an sich fand ich jetzt gar nicht schlecht so. Ist ja im Prinzip so, ich sag mal so Legend of Zelda-mäßig so, dass man dann quasi so die On-Map-Encounter auch direkt auf der Map quasi bekämpft und nicht, ja, wie man das sonst so kennt eigentlich von RPG Maker-Spielen. Hier auf jeden Fall an sich schon ziemlich interessant, dieses Kampfsystem. Ja, und Speichermöglichkeiten waren begrenzt. Das hat das Ganze natürlich noch ein bisschen besser gemacht, weil man natürlich sich nicht immer so wirklich sicher gefühlt hat, was ja irgendwie auch so sein soll bei so einem Spiel. Ja, es waren ein paar schaurig schöne Nebenquests dabei. Ja, und die Horror-Effekte, also hier das Mapping, die Lichtverhältnisse, das war auch sehr stimmig auf jeden Fall. Also, ja, für so ein kleines Game auf jeden Fall richtig gut. Gut,
Wie gesagt, da es sich hierbei um ein fertiges Spiel handelt, werde ich dafür auch natürlich eine Punktzahl geben. Da gab es schon ein paar kleine Rechtschreibfehler. Aber jetzt, ich sag mal, gut, und das Intro da ganz am Anfang. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Freund von Autotexten, also ich bin eher so der Freund davon, wenn man den Text, wie gesagt, eben selber so skippen kann. Ja. Quasi weiterführen kann durch die Enter-Taste oder so. Aber wie gesagt, wenn der Text so ja mit der Zeit selber verschwindet, so ne, das ist halt immer so. Weil wie gesagt, alle. Es lesen nicht immer alle Leute gleich schnell. Manche brauchen dafür ein bisschen länger und der Text war dafür eigentlich schon relativ schnell weg, sag ich mal. Das hätte man da vielleicht da noch ein bisschen besser lösen können, aber sonst alles top, ne? Also da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Ja, und von daher würde ich dem Spiel dann so insgesamt auch definitiv, ja, ich denke 9,5 von 10 Punkten geben, weil das ist doch schon ein ziemlich starkes Stückchen für so ein kleines Horror-Game, was quasi auf, also mit ein paar Weihnachtselementen basiert. Ja, hat mir auf jeden Fall soweit ganz gut gefallen. Und ich werde gerne auch irgendwann mit Sicherheit die Haunted Horror-Serie spielen, beziehungsweise die ganzen Spiele davon. Ja, wann genau kann ich natürlich noch nicht sagen, aber irgendwann werde ich das mit Sicherheit tun. Gut, das war es auf jeden Fall für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann natürlich wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.